Gut, dann fangen wir mal an. Also, das ist ein Video für verschiedene Teile. Ich gehe gleich die chronologische Reihenfolge durch, die auch nicht wirklich chronologisch ist. Genau, Gesamtrechner circa 1.2013 gekauft und bis circa 07.2019 genutzt. Circa 2015 habe ich die Grafikkarte einmal ausgetauscht, soweit ich weiß. Und ansonsten Arbeitsspeicher auf 32 GB einmal erweitert, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Ich fange erst an mit dem Motherboard, gehe über zum Netzteil, dann zur Grafikkarte. CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte 1, Festplatte 2, PCI Express USB-Karte. Blu-ray-Brennlaufwerk und schließe ab mit dem Passiv-Aktivkühler. Gut, zuerst einmal das ASRock 970 Extreme 4. Was sehen wir hier? Genau, hier sehen wir erstmal, ich habe die ganzen Teile soweit komplett entstaubt. Staub war das Schlimmste. Und beim Kühler sogar extra nochmal nachgewaschen. Hier kann man ungefähr grob sehen, wie das aussieht. Die ganzen Anschlüsse. Aber ich lasse sowieso noch technische Details da, beziehungsweise falls Fragen offen bleiben, worum es sich hierbei handelt. Dann gehen wir über zum Netzteil. Genau, machen wir das so. Wir zeigen das erstmal von allen Seiten. Mit einer Hand ist das natürlich immer ein bisschen blöd. Haben wir da das hier alles? Dann die Sapphire Grafikkarte. Hier, genau. So. So, und die Anschlüsse. Die CPU. Sieht man hier recht deutlich zum Ablesen nochmal. Den DDR3 Arbeitsspeicher. Ich wiederhole hier DDR3. 4x8 GB. Dann eine Festplatte mit 320 GB, 5400 Umdrehung und eine mit 7200 Umdrehung und 400 GB. Sieht man hier. Und wo war es jetzt gerade da? Genau. PCI Express USB. Erweiterungsslot, praktisch nur SATA-Kabel anschließen ans Motherboard und dann genau vier mehr USB-Anschlüsse. Ein Blu-ray, DVD, CD, Brenn- und Leselaufwerk, selbstverständlich auch SATA. Dann den Aktivkühler von Seif. Da habe ich sie jetzt aber nicht mit Wasser sauber gemacht, aber. Da habe ich alles mit Wasser sauber gemacht, deswegen noch diese Tropfen am Rand. Hier die zwei Halterungen für den Kühler da. Und das kommt praktisch unten so hin. Dann kommt das Motherboard drauf. Und dann die CPU logischerweise. Und dann der Kühler. Genau. Jetzt gehen wir extra nochmal im Video explizit auf die Specs mehr oder minder ein. Hier erstes Mal Link, falls ihn jemand eingeben will. Zweitens dann handelt es sich um dieses Mainboard. Genau, hier der Link und hier das Netzteil mit den ganzen Daten. Und die Grafikkarte. Genau. Hier der Prozessor, die CPU. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich den Link davon geschickt habe. Genau, gezeigt habe. Da der Link für die CPU. Genau. Der Arbeitsspeicher. Das ist der hier, Trident X, DDR3. Genau. Und die 2,5 Zoll kleine Festplatte mit 120 GB.
Was ich noch dabei erwähnen will, ist, das ist so verschmiert, weil ich habe mit Edding vor ein paar Jahren praktisch die 23 GB draufgeschrieben, dummerweise, und mit Nagellackentferner ist entfernt. Und das hat natürlich alles andere entfernt. Man kann aber noch perfekt herauslesen, um was für ein Modell sich genau handelt. Deswegen tue ich jetzt ein bisschen mehr draufhalten, weil es bei der Festplatte ein bisschen schwieriger ist. Genau. Das haben wir soweit. Und der Link dazu. Meine Kamera spinnt rum und will die ganze Zeit scharf stellen ohne Grund. Optimal. Hier der Link und die Festplatte dazu. Genau, das ist die hier. Bei meiner ist bloß der Sticker weiter oben. Warum auch immer. Dann USB, PCI Express-Karten, Erweiterungsslot. Bla bla bla. Hier ist der Link. Specs allgemein. Und Blu-ray, Brennerlaufwerk haben wir hier. Diesen Daten, grob, halbwegs. Ich habe gar nicht so genau geschaut. Auf der offiziellen Homepage sollte so mehr, soweit ich weiß, mehr da sein. Einfach nur anschließen und dann funktioniert das Ding. Mehr kann ich nicht sagen. Genauso wie bei dem. Und logischerweise auch beim RAM und den anderen Sachen. Genau, das ist der Scythe Aktiv-Passivkühler. Den sehen wir hier. Hier die ganzen. Oh, sogar mit extra Bildern. Beim Scrollen habe ich gar nicht gewusst. Nicht schlecht. Scythe, nicht schlecht. Modellname Ninja 3. Welche Intel- und AMD-Prozessoren das unterstützt, sieht man hier. Maße, Gewicht insgesamt. Genau. Und zum Abschluss noch schlaue Fragen, wie zum Beispiel: Kann ich darauf Pokémon spielen? Oder kann ich darauf XP ausführen, welches Linux installiert? Solche schlauen Fragen behalte ich mir unter Vorbehalt beantworte ich die, weil die je nachdem nur für Unterhaltungswert sorgen, aber nicht wirklich produktiv sind. In diesem Fall empfehle ich, einen Fertig-PC zu kaufen, wenn man sich nicht bewusst ist, was man da rein investiert in diese Auktion. Genau, das war es soweit von meiner Seite und dann noch auf ein frohes Bieten.